Heute bei uns im Interview Clouseau. Hi, schön, dass du da bist. Grüß dich. Beziehungsweise, dass wir zu dir kommen durften, um mit dir ein bisschen zu plaudern. Clouseau, der Name kommt aus dem Film Rosa Rosa Panther. So, in Anlehnung an Inspektor Clouseau. Ist das denn dein Lieblingsfilm? Nein. Es ist ein Film, den ich sehr cool finde, weil ich Peter Sellers cool finde, den Schauspieler. Und es ist ein Name, den ich mehr von Freunden gekriegt habe. Und es kommt aber von dem Pink Panther, von dem Inspektor Clouseau, den Peter Sellers gespielt hat. Und die fanden das halt stimmig, weil ich so eine schizophrene Herangehensweise habe. Ich bin im täglichen Leben eher so ein bisschen ruhiger oder tauche halt erst auf und dann aber auch nicht immer super teil, sondern schmeiß Sachen um, bin halt tollpatschig und dann gehe ich trotzdem auf die Bühne und rock die Leute und das fanden sie irgendwie so Clouseau-mäßig. Mhm. Typ, der völlig unorganisiert ist, keinen Plan hat, kein Konzeptmensch und trotzdem am Ende den Fall löst. Kommen wir nochmal zu deiner Musik. Also wenn ich mir den Text von Keinen Zentimeter anhöre, gilt auch für andere Texte von dir, dann muss ich sagen, es ist doch schon irgendwie ein Genuss für jeden Lyrik-Fan. Was bedeutet dir denn Sprache? Mir bedeutet Klang viel. Also ich gehe in erster Linie total nach Klang. Ich suche halt, die deutsche Sprache ist halt wie klingonisch irgendwie. So muss man dann die ganze Zeit umdenken und überlegen. Aber sie hat viel zu bieten. Es gibt halt Wörter wie Mutterseelen allein, gibt es halt im Englischen gar nicht. Oder Zeitlupe oder so. Es gibt so geile Wörter. Und wenn man länger überlegt, ist es cool. Ich finde, ich liebe dich klingt sehr ungelenkig. In welcher Sprache klingt denn ich liebe dich am schönsten? Na, im Englischen klingt es cool. Love, oder ich glaube in jeder anderen Sprache, außer im Deutschen, klingt es glaube ich ganz cool. Da muss man überlegen im Deutschen, dass man das umschreibt, aber dafür hat halt die deutsche Sprache eine sehr bildhafte Sprache und sehr detailliert. Ich setze halt viel, arbeite lange an den Texten, dass die cool klingen. Mhm. Das heißt, Clouseau wird nie ich liebe dich sagen? Weiß ich nicht, vielleicht breche ich das dann auch irgendwann mal wieder und bringe so einen Rost her, nur ich liebe dich. Aber ich glaube nicht. Auto dich, hast du es jemals schon gesagt in deinem Leben? Nee, ich habe es immer umschrieben und das kann man auch sehr gut machen und dann weiß man auch, was gemeint ist und es hat dann auch ein bisschen mehr Gewicht. Kommen wir mal ein bisschen zum Verlauf deiner Karriere. In den letzten Monaten ist viel passiert. Du warst Zweiter beim Bundesdeutschen Song Contest, knapp geschlagen. Hattest dann unter anderem auch Vorher- und Nachher-Touren mit Grönemeyer, Fanta 4, den Helden. Wann ist es dann soweit, bis die dich supporten werden? Ach super, um Gottes Willen. Ist es eher soweit, dass wir jetzt eine Tour spielen, die ausverkauft ist zum ersten Mal. Und dass wir so, sag ich mal, selber so wachsen, dass ich auch... ich habe zum Beispiel nie viel von Features auf Alben gehalten, wenn das nicht passiert ist. Und jetzt habe ich ein Album rausgebracht, da ist eigentlich gar kein Feature drauf, außer Spooky, eine Sängerin. Ich finde es halt cool, wenn man so gesund wächst und größer wird, das finde ich schon cool. Wir kommen jetzt in die Situation, dass wir selber überhaupt irgendeine Band mit auf Tour nehmen können, auf der nächsten großen im November. Ja. Und da gucke ich schon rum, welche Künstler, was finde ich interessant und welche Künstler sind so in der Musik drin und bringen eine Macke mit und machen so viel Mucke, dass es eben was bringt, dass sie mit auf Tour kommen, dass sie eben danach ein Album rausbringen oder einfach liefern. Vielleicht mal ganz kurz zu der Natur. Ich habe mal im Internet ein paar Fanmeinungen gelesen. Einige Fans haben sich auch kritisch geäußert, haben gesagt, verdammt, jetzt ist Clouseau kein Geheimtipp mehr, jetzt werden die Tickets teurer und die 12-Jährigen hängen auf den Konzerten rum. Naja. Also wir meiden schon ziemlich, ich glaube, wir haben letztes Jahr oder mehr Sachen abgesagt als du. Also viele Sachen einfach nicht gemacht und ich weiß selber, dass ich eine Teenie-Fresse habe und das, deswegen meiden wir auch die Teenie-Presse. Ich finde es aber auch doof, denen das vorzuhalten, warum sollen die ganze Zeit Britney Spears hören. Bis jetzt ist es noch cool, also es ist eine gesunde Mischung, wenn man mal auf ein Konzert geht von uns. Dann sieht man eben, dass manchmal sogar ganze Familien kommen. So. Also, dass Leute aus dem Reggae kommen, dass Leute aus dem Hip-Hop kommen, dass Leute aus dem Rock dabei sind, musikbegeisterte Leute, die die Band cool finden, weil das gute Musiker sind. Und natürlich ist die erste Reihe ein bisschen kürzer. Ist aber auch okay. Also ich finde so dieses, jetzt ist er kein Geheimtipp mehr. Ich meine, ich will natürlich das, was ich erzähle, unter die Leute bringen und auch viele Leute erreichen. Und mit Grönemeyer war es so eine Möglichkeit, mal reinzuschnuppern, ist denn überhaupt, sind ganz viele Leute was für mich. Und ich finde, wie war es mit Grönemeyer? Das war extrem cool, also die ersten Tage nicht, weil natürlich Wahnsinn ist, so ein
Stadion, 40.000 Leute, das kann man gar nicht begreifen. Und dann irgendwann will man die Bude auch rocken und wenn es dann rockt, dann merkt man, okay, das ist schon cool, so eine gekesselte Masse zu begeistern, die sich fast auch selber begeistert und zum Zuhören zu bewegen, ist interessant. Also das gefällt mir sehr. Natürlich nur mit Abwechslung. Wir haben noch ein Jazz-Trio, mit dem wir auf Tour gehen und kleine Konzerte spielen, Geheimkonzerte in irgendeinem Keller, nur Mundpropaganda oder den Namen ständig ändern. Ich brauche immer die Abwechslung und das ist auch, ich glaube, so Klausur, dass der independent Charakter immer noch mit drin. Wir können gar nicht anders. Der wird auch bleiben, ähnlich wie es jetzt immer noch auch bei den Toten Hosen ist, die nach wie vor noch Wohnzimmerkonzerte spielen. Na klar, das hört's ja auch. Also es ist ja auch geil. Also wir nur große Sachen und abgeschottet zu sein und irgendwie. Ich weiß, wenn ich jetzt ein Konzert gebe und 2 Stunden lang Leute begeistert, dass ich danach nicht in die Masse gehen kann und mittanzen. Das ist völlig blöd, weil dann wollen alle ein Autogramm haben, sind natürlich aufgegeilt und heiß. Das ist natürlich Quatsch, so dann hau ich schnell ab. Aber vom Prinzip her bewege ich mich in meiner Stadt frei, gehe auf Partys, werde Wohnzimmerkonzerte geben oder kleine Sachen machen und auch mit unbekannten Künstlern arbeiten überhaupt ganz normal bleiben, weil ich ein Umfeld habe, das auch ganz normal ist. Schön, dass du sagst, aufgegeilt und heiß. Ich habe erst die Tage ein Interview gelesen von dir und da hast du noch gesagt, früher in deiner wilderen Hip-Hop-Zeit war das mit Groupies doch schon gelegentlich so eine Sache. Dann ist es doch schon näher gekommen. Na, zumindest hat man da den Rock'n'Roll, sag ich mal, ausprobiert, einfach so das Rock'n'Roll-Leben. So auf Tour gehen, nach einem Konzert noch schön Party machen irgendwie, dann 15, 16. Groupies und solche Geschichten auch mal ausprobieren und mal irgendwo anders pennen. Das ist jetzt alles viel gesetzter, viel cooler. Man ist froh, wenn man ein Privatleben hat, weil ich viel Privates in meiner Musik lasse. Deswegen versuche ich das auch zu safen, so ein bisschen wie Columbo, seine Frau, weiß man auch nicht, wie die aussieht. Und versuche natürlich auf Tour, nutze ich eigentlich die Gelegenheit, um mich fit zu machen. Also ich trinke dann keinen Kaffee, keinen Kaffee zumindest, das ist mal. Espresso, wir trinken keinen Alkohol, weil du schaffst es auch nicht. Ja? Wenn du 5 oder 6 Konzerte hast hintereinander, ist es einfach scheiße für eine Stadt, wenn du kommst und bist total im Arsch. Kommen wir noch ganz kurz aufs neue Album zu sprechen. So sehr dabei heißt's. Ja. Wobei bist du denn so sehr? Na, in der Musik, ich bin zu 150% das, was ich tue. Und hänge so knietief drin und wir alle auch. Also praktisch ist es Projekt Clouseau, was man ja trennen muss, auch von meiner Person. Gewachsen. Da hängt so viel dran und wir hängen alle, sind alle dabei eigentlich. Sowohl die Fans, die mit uns gewachsen sind, das ist ja nicht so, dass wir von heute auf morgen so, boah, sondern die Leute kennen uns ja schon länger und kennen auch alte Sachen, die sind so sehr dabei und beobachten das mit, wir sind so sehr dabei. Auf Tour sind meine ganzen Freunde dabei, also jeder Techniker sind alles Freunde. Leute, die ich schon länger kenne. Tja, wir hängen einfach da drum und der Name hat gepasst. Das war wirklich so für euch.